Schildern. Schildern Sie uns kurz die Situation Metro Halle. Also Metro Halle soll zum 31.10.2010 geschlossen werden. Und da stehen dann 157 Mitarbeiter auf der Straße. Und das wollen wir, also wir möchten nicht, dass das geschlossen wird, weil ja das Unternehmen Metro nur in drei in Osten schließen möchte. Und ja, wir kämpfen drum, dass es aufklappt. Ja. Schönen guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, herzlich willkommen, sage ich sonst immer, aber ja, gut. Wir sind heute hier und wollen vielleicht auch mal erfahren von der Geschäftsführung, wie soll es denn weitergehen. Ich habe es schon in vielen Betriebsversammlungen auch gesagt, vor vielen Jahren hieß es mal, wenn du bei der Metro beschäftigt bist, hast du einen sicheren Job. Mittlerweile ist das nicht mehr so. Wir haben gesagt, wir werden den Herrschaften von der Geschäftsführung erzählen, wie es weitergehen könnte. Dummerweise hat sich wohl noch niemand von denen einen Kopf gemacht, wie es weitergehen könnte. Wenn ihr die Begründung für die Schließung der Häuser gelesen, gehört habt, alles Quatsch. Die Sachen, die man da angibt, was man angeblich für das betreffende Haus getan hat, das hat man deutschlandweit getan. Individuell für die Häuser wurde überhaupt nichts getan. Da hat man gar nicht nachgedacht darüber. Und ich hoffe, wir können sie heute vielleicht dazu bringen, mal ein bisschen nachzudenken. Dankeschön. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, erstmal, ich glaube, im Namen von allen Hallensern zu sprechen, von der Metro Peißen, entbiete ich allen Berliner Metros unseren herzlichsten Gruß. Wir sind froh, dass wir hier sind, auch wenn der Anlass äußerst trauriger ist. Schauen wir uns mal alle hier an. Wir befinden uns in der Straße unter den Linden, eine traditionsreiche Straße, wo wir eigentlich bummeln möchten oder einen Betriebsausflug machen möchten, wie wir es früher gemacht haben. Aber der Anlass ist der, dass wir alle so, wie wir hier stehen, von der Schließung am 31. Oktober dieses Jahres betroffen sind. Und ich muss hier ganz ehrlich sagen, und ich möchte damit auch persönlich den Chef der Metro ansprechen, unseren Herrn Kurtis, der sich ja zurzeit, mag es auch sein, im wohlverdienten Jahresurlaub befindet. Aber ich muss ganz einfach sagen und glaube, im Namen aller sprechen zu können, Herr Kurtis, was Sie da mit uns machen, das ist eine riesengroße Schweinerei. Wir haben alle, die wir hier stehen, haben wir 18, 19 Jahre, teilweise noch mehr, unsere ganze Kraft und das nicht nur hundertprozentig, manchmal auch 200 und 300% für die Metro gegeben. Und am 18. Juni wird uns im Rahmen einer Betriebsversammlung das Todesurteil bekannt gegeben. Und ich möchte ganz ehrlich sagen, egal ob an Herrn Rix oder an Herrn Kurtis, es ist eine riesengroße Schweinerei. Die wissen selber nicht, was da dahinter steckt. Familien sind betroffen, Alleinstehende sind betroffen, Schwerbehinderte, Gleichgestellte sind betroffen, unsere Städte und Gemeinden sind betroffen, ja bis hin zu unseren Kunden, die teilweise ihre Existenz verlieren und letztendlich auch selber Entlassung vornehmen müssen. Ich möchte einmal erinnern an die Ausführung des Mitarbeiterbriefs, den der Herr John Rix im April an uns alle gerichtet hat. Der Herr Rix hat wirklich zum Ausdruck gebracht, die Mitarbeiter des Unternehmens sind das Herz des Unternehmens. Ihr Einsatz und ihre Begeisterung bringen uns nach vorn. Ich weiß, dass ich auf Sie zählen kann. Warum können wir nicht auf Sie zählen, Herr Rix und Herr Kurtis? Wir wissen alle selbst, uns wurde das letztendlich bei der Bekanntgabe der Schließung der Märkte wirklich gesagt, die Schuld liegt nicht bei uns. Ja, wir wissen das schon von Anfang an. Die Schuld liegt an Fehlentscheidungen der Unternehmensführung, an Fehlentscheidungen der CMs, weil auf uns an der Basis einfach nicht gehört wird. Ich meine, es ist eine schöne Sache, wenn der Herr Rix auf der Versammlung
Motivationsschulung oder wie man es nennen, vor den Abteilungsleitern aufgetreten ist, mit Metrokittel und wie er eine Palette gezogen hat. Aber es wäre mal schön, wenn sich die Herren der Unternehmensleitung mal ein oder zwei Tage im Markt aufhalten würden, an der Basis, damit sie mal sehen, was wir als Mitarbeiter eigentlich leisten und was sie mit ihren Unternehmensentscheidungen eigentlich für einen Mist anrichten. Nicht im Interesse unserer Kunden, nicht im Interesse der Mitarbeiter, sondern im Gegenteil, es wird dadurch das Unternehmen geschadet. Zum Abschluss möchte ich zum Ausbruch bringen, weil wir ja fast alle, wie wir hier sind, ich sag mal, aus dem Osten sind. Uns wurde ja bescheinigt bei der Schließung des Marktes, es liegt nicht an uns, sondern es liegt an der Kaufkraft im Osten. Es mag vielleicht an der Kaufkraft im Osten liegen, aber wir Ossis, wir sind nicht dumm und wir lassen uns das einfach nicht gefallen. Wir wissen, dass eine Schließung vielleicht nicht aufzuhalten ist, aber wir sind es gewohnt zu kämpfen und das bis zur letzten Minute. Und ich möchte ganz einfach auch im Namen von uns allen Hallenser Mitarbeitern, Kolleginnen und Kollegen, alle aufrufen, dass wir auch die letzten Zweifler noch aufrütteln und versuchen, eine Schließung aufzuhalten. Wir kämpfen für uns, wir kämpfen für unsere Familien und auch letztendlich für unsere Kunden. Das wollen wir erreichen. Dankeschön.